Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie Spracherkennung eigentlich funktioniert? Das wollen wir heute klären. Viel Spaß! Spracherkennung kommt heutzutage in sehr vielen Geräten zum Einsatz. Der von euch benutzt zum Beispiel gerade sein Handy. Da ist eine Spracherkennung drin und euer Handy hat jetzt nicht die Leistung von einem Supercomputer. Aber trotzdem ist das möglich. Sprache wird zunächst einmal mit einem Mikrofon aufgenommen, wie zum Beispiel dem hier. Oder dem von eurem Computer oder dem von eurem Laptop oder dem von eurem Handy oder ja, es gibt sehr viele Mikrofone heutzutage, quasi überall Mikrofone, Mikrofone, Mikrofone. Und die Dinger, die können einfach Wellen aufnehmen, Tonwellen, so wie unsere Ohren auch. Funktionieren auch eigentlich ganz ähnlich, aber das ist nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Eigentlich sind Wellen nichts, was ein Computer verstehen kann. Wellen sind nämlich so, okay? Und der Computer kann eigentlich nur Einsen und Nullen. Das heißt, er macht so etwas. Ja. Und wir müssen das jetzt irgendwie umwandeln. Nun, das macht zum Glück schon das Aufnahmegerät in den allermeisten Fällen für euch. Denn auch ein Telefon kann mit analogen Wellen heutzutage zumindest nichts mehr anfangen. Deswegen werden diese Signale eigentlich direkt umgewandelt. Und dadurch habt ihr nur noch das sogenannte digitale Signal. Das sieht dann so aus. Wir nehmen jetzt einfach mal hier mit Audacity ein kleines bisschen was auf und sehen, dass das Ganze so aussieht. Okay? Das ist das Signal, das wir hier haben. Das hier ist das so und das hier ist das aussieht. Und das ist das okay, was ich noch drauf gemacht habe. So, hiermit kann aber eine Spracherkennung im Normalfall auch nichts anfangen. Denn das Ding gibt euch nur Einfluss oder Aussage darüber, wie laut eigentlich ein Ton ist. Und die Lautstärke, naja, die ist jetzt nicht so aussagekräftig, wie zum Beispiel, welche Frequenzen wir eigentlich benutzt haben. Unser Ohr hört mit Frequenzen. Wir haben da diese tollen Härchen drin und die vibrieren bei ganz unterschiedlichen Frequenzen. So, zum Beispiel haben wir ein Härchen in unserem Ohr, was für 400 Hertz vibriert. Das heißt, wir hören den tiefen Basston auf 400 Hertz. Während wir eben auch ein paar Härchen drin haben, und zwar je weiter wir nach oben gehen, desto mehr Härchen haben wir eigentlich. Da haben wir auch ein paar Härchen, die eben 1000 Hertz hören und so weiter und so fort. Und das kann man auch im Computer berechnen. Das nennt sich dann hier das Spektrum oder auch Spektrogramm. Und wenn wir das machen, dann sehen wir diese Darstellung hier. Diese Darstellung ist die Darstellung, die tatsächlich von unserer Spracherkennungssoftware auch verwendet wird. Denn wir sehen hier sehr, sehr viel mehr Informationen und wir sehen die Informationen auch über Zeit berechnet. Wie wir das machen? Naja, das überlassen wir mal Audacity, das geht hier jetzt zu weit. Aber mit diesen Informationen können wir jetzt schon deutlich mehr machen. Ich will hier mal ein kleines Beispiel machen. Und zwar können wir hier einfach sagen, wir wollen jetzt die verschiedenen Konsonanten, die Vokale zum Beispiel aussprechen und schauen einfach mal, wie sich die unterscheiden. Hier nur ein paar Beispiele. A, E, I, O, U, P, K, F, Sch. Okay, das waren jetzt die verschiedenen, einige verschiedene Töne. Wir sehen hier, dass wir hier mit A, E, I, O, U angefangen haben. Das ist das A. Und je heller dieser Bereich ist, desto stärker ist die Energie in dieser Frequenz. Das heißt, desto stärker schwingt das Härchen in unserem Ohr. Okay? Das heißt, bei einem A schwingt vor allem diese tiefere Frequenz hier zwischen 0 und, 1500 Hertz, okay? Das heißt, diese Härchen schwingen wie behindert. Ein kleines bisschen schwingen die zweiten Härchen hier auch noch. Das sind die sogenannten Formanten, okay? Bei einem E sehen wir, dass hier unten extrem viel Energie ist. Beim A war es ein bisschen mehr verteilt, aber bei einem E sehen wir hier wirklich sehr, sehr viel Energie hier unten. Aber dafür ein kleines bisschen mehr verteilt in der zweiten Formante. So, das I sieht auch ein bisschen, komisch aus, aber hier sehen wir ein kleines bisschen Information hier. O ist eher hier unten extrem viel auf einem Fleck. Und U hat hier oben quasi gar keine Energie mehr. Ja, da sehen wir hier bei dem E und bei dem A und vor allem bei dem I sehen wir hier oben mehr Energie. Blau heißt quasi gar keine Energie. So, und dann haben wir hier einen relativ interessanten Bereich. Ich habe hier die Zischlaute. Die Zischlaute, die sehen ganz seltsam aus. Denn wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein F oder ein P spreche, dann ist das eigentlich ein in meinem Kehlkopf oder in meinen Lippen, irgendwo in meinem Mundrachenbereich, packt sich extrem viel Energie auf einmal an und dann kommt die auf einmal raus, aber davor ist sozusagen hier einfach ein gar nichts. Ja? Das sieht man jetzt nicht so gut, weil wir hier eben einzelne Buchstaben nur genannt haben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal hergehe und liken
nicht vergessen sage, dann haben wir hier ein Liken. Ja, da sehen wir hier ein Liken. Ja, dieses Ken hinten passiert auch, wenn ich das relativ schnell ausspreche. Liken. So, ihr seht hier, dieser Bereich, da ist einfach gar keine Energie. Das liegt daran, dass K auch einer dieser dieses komische Dings da, wo ihr quasi einmal ganz kurz euch nicht bewegt, also quasi keine Energie ausgibt, ja. Das sieht man in diesem Spektrogramm. Und hier ist dann einfach gar keine Energie ganz kurz. Und so hat eben jedes Phonem seinen eigenen Ausdruck, okay? Man spricht hier allerdings von Phonemen und nicht von normalen Buchstaben. Weil Buchstaben können länger sein. Also zum Beispiel, wenn ich hier ein, oder kürzer sein auch. Zum Beispiel, wenn ich SCH habe, dann ist das ein Phonem. Sch ist ein Laut. Den können wir als Menschen unterscheiden. Während es natürlich geschrieben drei Buchstaben sind. Das heißt, was ich daraus bekomme, sind verschiedene Phoneme, okay? Ich bekomme quasi aus der gesprochenen Sprache eine Aneinanderreihung von Phonemen. Und diese Phoneme, die können dann von unserer Machine Learning Software erfasst werden. Natürlich können wir hier aus diesen Phonemen jetzt relativ leicht rauslesen, was ich gesagt habe, weil wir wissen, was ich gesagt habe. Aber ein Computerprogramm weiß das natürlich nicht. Das heißt, diese ganzen Phonemsequenzen hier, die müssen irgendwie verarbeitet werden. Wenn ich jetzt eben hier zum Beispiel Liken spreche, dann sehen wir hier, okay, das könnte ein Phonem sein, ja. Das könnte ein Phonem sein und dann haben wir hier dieses K, dann haben wir hier offensichtlich das E, weil das wissen wir jetzt mittlerweile schon, wie es aussieht, und dann haben wir hier hinten vermutlich noch irgendwo das N, ja. Das ist allerdings nicht ganz so einfach, denn man weiß ja nicht, wie man das ausspricht. Wenn ich jetzt zum Beispiel hierher gehen würde und sagen würde, Liken, ja, dann sehen wir, dass das ein kleines bisschen anders aussieht, okay. Und im Computer kann ich sagen, hey, ich mache von hier bis hier und offensichtlich von hier bis da. Weil, ja, ein Computer kann diese verschiedenen Teilbereiche nicht ohne weiteres erkennen. Das heißt, wir brauchen hierfür Machine Learning, damit wir wissen, wo eigentlich Anfang und Ende von einem Phonem ist. Und diese Phonemsequenzen, die wir dann daraus bekommen, also Machine Learning, das zeige ich euch in einer anderen Playlist, das ist jetzt ein bisschen zu krass, ist verlinkt in den Infokarten, beziehungsweise die Richtung. Und ja, dann haben wir verschiedene Phoneme, beziehungsweise eine Phonemsequenz. Das heißt, wir wissen, welches Phonem hinter welchem kommt. Und das können wir dann einfach super nachschlagen in einem Wörterbuch. Wir schreiben uns einfach wirklich für jedes Wort ein Wörterbuch, was das eigentlich sein soll. Also liken, ja, diese Phonemsequenz liken, L-A-I-K-E-N. Und ja, man schreibt es komplett anders, als dass man spricht. Das ist quasi unsere Phonemsequenz und wir gucken jetzt einfach nach im Wörterbuch, was das genau heißen soll und können dann damit ein Wort bekommen, okay? Und diese Wörter, jetzt haben wir einzelne Wörter, wenn man allerdings Sätze hat, was wir normalerweise mit Spracherkennung haben wollen, abonniert mich, ihr geilen Säcke, dann sehen wir hier, dass hier nicht wirklich viel drin haben, okay? Da ist vielleicht eine Pause, das sehen wir vielleicht, da könnte vielleicht eine Pause sein, man weiß es aber nicht genau. Und da nochmal zu sagen, wo Wörter aufhören, vor allem im Deutschen ist es noch einfach, in anderen Sprachen ist das noch viel schlimmer, weil man da eben die verschiedenen Wörter verbindet. Und das heißt, man hat jetzt zum Beispiel, vor allem im Französischen ist es brutal schlimm, keine Ahnung, c'était oder sowas, ja, da verbindet man quasi das T vom Vorsatz mit dem E oder mit dem Ä aus dem danach liegenden Wort, ja. Und das kann sehr, sehr schwer sein für Machine Learning Verfahren. Aber trotzdem haben wir verschiedene Wörter, denn man hat ja ein Wörterbuch und dadurch kann man sagen, okay, das ist jetzt ein Wort, weil das, was danach kommt, das passt irgendwie nicht mehr in mein Wörterbuch rein. Das muss ein neues Wort sein. Und wenn ich verschiedene Wörter habe, dann kann ich Sätze benutzen. Dazu benutzt man häufig Engramme und diese Engramme, die geben einem dann vor, was eigentlich jetzt sinnvoll als nächstes Wort kommt. Dazu mal ganz kurz bitte euer Handy und eure Lieblings-Messenger-App aufmachen und einfach mal anfangen, ein Wort zu tippen. Viele Messenger-Apps benutzen solche Engramme, um vorherzusagen, welches Wort ihr als nächstes schreiben wollt. Und sind da auch gar nicht mal so schlecht drin. Das heißt, da kommt dieses Engramm auch noch zum Einsatz. Wir haben also erstmal einzelne Laute. Dann haben wir Phoneme, die wir eingeteilt haben, ja, mit Machine Learning, dann haben wir Wörter und dann haben wir ganze Sätze. Und mit diesen Sätzen können wir dann Spracherkennung machen, denn nach jedem Satz ist normalerweise eine kleine Pause. Das sehen wir,
wenn ich jetzt weiterspreche. Abonniert mich, ihr geilen Säcke, und vergesst nicht, die Glocke zu drücken. So, und hier sehen wir natürlich, dass nach jedem Satz ein kleines bisschen Pause ist. Das heißt, wir haben hier vermutlich den neuen Satz. Und selbst wenn nicht, da war ein Unterzwischen. Das heißt, da sieht man jetzt auch nicht unbedingt so gut was. Aber man kann durchaus hier auch was erkennen. Und ja, mit Sätzen kann man dann durchaus auch Spracherkennung machen. Und die wird euch dann eben angezeigt. Das heißt, dadurch verstehen dann die Geräte, was sie eigentlich machen, und können anhand von diesen Textsequenzen entscheiden, was sie euch geben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt okay Google sage, dann geht mein Handy wieder Rampage und möchte mir irgendwas vorschlagen, was ich jetzt gerade hier spreche. Das heißt, es nimmt einfach meine ganze Sprache auf und versucht anhand von dem irgendwie Logik zu ziehen und meistens einfach nur eine Google-Suche daraus zu ziehen. Und ja, das ist eigentlich schon der ganze Prozess. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!